So. Oh! Alles. Ey, nicht funken, nicht funken! Nicht funken! Okay, der hat gefunkt, der hat gefunkt. So, rein da. Hallo? Einmal! Oh, was ist das? Oh! Ja, warte, warte. Vielleicht ist das eine normale Kontrolle, vielleicht ist das ganz normal. Hallo? Schönen guten Tag, Polizei Krefeld, eine allgemeine Verkehrskontrolle. Ja, hey, das sind die. Was? Nein. Scheiße. Oh nein, als ob die direkt auf uns schießen, was denn? Alter! Hey Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren GTA 5 RP Video von mir. Und ja, es ist endlich soweit. Ich kann es selber noch gar nicht fassen, nach über 150 Videos, in denen ich als Polizist, SEK-Beamter, Zollbeamter oder Feuerwehrmann unterwegs war, bin ich jetzt endlich auch mal, oder was heißt hier endlich? Ich bin heute kriminell unterwegs. Ich bin hier gerade, spiele hier gerade mit meinem Zweitcharakter. Wir gehören einer kriminellen Gang an. Unsere Leute sind auch schon da vorne, unsere ganzen Gangmitglieder. Und wir schauen einfach mal, was wir heute so, ja, den ganzen Tag über machen werden. Wir haben natürlich jetzt über die letzten Tage einige Sachen gemacht, weswegen uns die Polizei auch so ein bisschen, beobachtet, observiert. Wir haben ein bisschen Geschäfte mit Drogen gemacht, Waffendeals und so weiter. Und ja, jetzt bin ich einfach mal gespannt, was wir heute so machen werden. Wir laufen mal zu unseren Leuten. Ich hoffe, die sind immer noch alle da. Ja, da vorne stehen sie, das ist doch schön. Na, was machen die denn hier? Oh. Oh ja, der Weihnachtsmann. Ja, na klar. Hallo. Moin. Hallo. Na, jeder noch einen Verkehrsausschuss. Ah, guten Hallo. Morgen. So, alles gut bei euch? Ja, wir lachen noch. Ja, so. Habt ihr noch ein bisschen Zeug von der letzten Aktion gestern? Ja, ja, auf jeden Fall. Sicher. Sehr schön. Müssen wir mal schauen, ob wir das Pulver heute irgendwie noch verkaufen, ne? Ja, natürlich. Ja, ja. Ich hab da schon Kontakt. Haben sie schon, okay. Aber schönes Outfit hast du an. Ja, bisschen unauffälliger, ne? Ja, klar. Ja, klar. Er macht die Weihnachtsmann-Geschenkung. So muss es sein. Ja, übrigens, ich wurde ansonsten noch von einem Kunden angeschrieben, der braucht mal wieder ein paar Waffen. Ist allerdings aktuell schwierig, der wird auch vom BKA beobachtet. Also müssen wir mal schauen, ob wir den irgendwie mal nachts oder so treffen wollen. Wir müssen ein bisschen den Kopf runterhalten. Nach der letzten Aktion, ich weiß nicht, da wurden wir, glaube ich, von Zivilpolizisten oder so beschattet. Da war auf jeden Fall die ganze Zeit ein Auto hinter uns. Keine Ahnung. Aber nicht, dass das dann irgendwie ein Zivilfahren oder sowas noch ist, ne? Augen auf, da kommt ein Auto. Oh, was ist das? Oh nein, was nicht schon wieder. Oh, was wollen die? Jo, runter vom Grundstück! Und sagt die Polizei, ja, das ist nicht selber. Was? Was wollen sie denn? Was soll das denn? Hey, was mein Haftbefehl hier vor? Was soll denn das? Hey, nicht Herr Muskatnuss. Nicht Herr Muskatnuss. Wieso wollen sie denn mitmachen? Was ist das, Herr Muskatnuss? Dürfen wir ihn nicht sagen. Hey, was ist denn mit denen los? Hallo, die bleiben dort stehen. Ja. Das werden sie wollen. Hallo, lassen wir uns mal sehen. Hallo. Was soll die Scheiße? Die haben... Was ist euer Problem? Hallo? Ihr werdet nicht damit durchkommen. Was wollt ihr denn? Nein, holt den! Gebt uns Herr Muskatnuss! Alle zusammen, deck vom Auto! Alter! Als ob! Ey, haben die gerade wirklich Herr Muskatnuss weggenommen? Ey, wir müssen ihn rausholen, hallo? Alter! Die haben Mustafa! Was hat der gemacht? Der war doch. Keine Ahnung. Hä, der war doch die ganze Zeit. Habt ihr den Haftbefehl gesehen? Nein, die haben den nicht. Sind das echte Beamte gewesen? Weil. Waren Polizisten. Ja, hä? Aber warte, wohin bringen die den jetzt? Das weiß ich nicht. Ja, warte, wenn die den jetzt gerade eingesammelt haben, dann werden die den erstmal in U-Haft oder so mitnehmen. Dann lass uns ins Polizeipräsidium gehen. Ja, meinst. Hä? Ja, gut, wenn lass die den. Rausholen. Ja, weil wenn die den ins lass Gefängnis. Ja, hast recht. Wenn die den ins Gefängnis bringen, dann ist das, glaube ich, noch schwieriger. Warte, lass uns erstmal. Keine Ahnung, haben wir noch Waffen zu... Komm, wir gucken einfach mal. Ja, gucken einfach mal. Okay, Leute, also ihr habt's gesehen, die Polizei hat gerade einfach einen von uns mitgenommen, den Mustafa. Einfach, ich weiß auch nicht, was der gemacht hat, aber wegen irgendeinem Haftbefehl oder so. Und ja, ich würde sagen, das eignet sich eigentlich ganz gut. Das erste Mal, dass ich jetzt hier richtig gegen die Polizei vorgehen werde. Unsere Kollegen haben sich, glaube ich, jetzt alle schon hier bewaffnet. Und es ist halt wirklich sinnvoller, wenn wir jetzt einfach zum Polizeipräsidium fahren, irgendwie probieren, den schnell da rauszuholen, weil bevor der ins Staatsgefängnis irgendwie gefahren wird, das ist ja noch krasser bewacht, machen wir das lieber. Ich weiß, das ist sehr riskant. Keine Ahnung, ob wir das
das überleben werden oder weiß nicht, ob wir da irgendwie verletzt werden oder ich weiß es nicht. Ich weiß noch nicht, wie viele Beamte gerade im Dienst sind, aber wir werden es einfach probieren, weil das schulden wir dem Mustafa Muskatnuss, den müssen wir da einfach rausholen. So, die anderen Gangmitglieder haben jetzt schon mal hier unser Fahrzeug ausgepackt, wir haben auch schon alle mal Waffen ausgerüstet und ja, ich würde sagen, sollen wir uns Masken aufziehen, das wäre glaube ich besser, oder? Damit wir, damit wir ein bisschen anonym bleiben. Bruder, ich brauche keine Maske, ich bin alle Wieso nicht? Ja, okay, ja gut, bei dir geht das klar. Ich habe eine Zollmaske, vielleicht kann ich mich hier tarnen. Du hast eine Zollmaske? Ja, ich habe die gestern beim Amt gezogen. Bist du beim Zoll? Nein. Habe ich mich in dir getäuscht? Aha. Nein, niemals. Nicht, dass du ein Verräter bist nach allem, was wir gemacht haben. Niemals. Na, okay, na ansonsten. Weil wir vertrauen ihm einfach mal, ne? Ja, natürlich. Ja, gut, wie machen wir das jetzt? Ja, lass da mal da reinstimmen und jeden abknallen. Der unser Bruder, was soll das? Ja, hast recht, wenn die uns einfach wegnehmen, haben die halt Pech gehabt, ne? Normal. Na gut, dann komm, würde ich sagen, René, Feline, wir nehmen das Auto hier. Und da Dan, nimm mal mit dem Kollegen das Große hier. Dann rücken wir mal an, ne? Okay. Ja. Jawohl. So. Und dann steigt mal ein. Wir fahren hin. Zack, zack, wir fahren hin. So, wir sind jetzt auch schon in der Stadt und ihr seht, alles ist hier vollkommen verschneit, also weihnachtliche Stimmung und ich würde sagen, dazu passt ja so ein kleiner Angriff auf die Polizei, die Kollegen sind auch hinter uns, die Gangmitglieder und ja, euch beide hier, alles gut? Ja, alles gut. Ja, bereit? Okay, immer. Ich würde sagen, och nee, was ist denn hier los? Ich würde sagen, wir machen kurz einen Fahrerwechsel, damit ich auch notfalls aus dem Auto schießen kann, fahr du mal, ich muss mich hier ein bisschen auf Schießen konzentrieren. So, also wenn wir am PP ankommen, würde ich sagen, direkt Waffen raus, bedrohen wir die, oder? Ja, oder? Ja, macht Sinn. Okay. Alter, was haben die denn hier für Musik an? Okay. Fahren wir einfach mal. Werd mal ein bisschen langsamer. Jetzt, wir gucken mal, wie viele Beamte hier sind. Okay, ich sehe, einer steht da draußen. Wir müssen jetzt schnell machen. Okay, warte. Ich sag den Kollegen kurz Bescheid. Okay, da steht draußen ein Beamter. Also wir müssen jetzt schnell anrücken und dann sofort losmachen, ja? Jawohl. Okay, los. Rück an. Und ich hoffe, der Wohnwagen hier, der hilft jetzt nicht mit. So. Oh! Alles, ey, nicht funken! Nicht funken! Okay, der hat gefunkt. So, rein da. Hallo? Einmal die Hände hochnehmen! Oh, fuck. Scheiße, es geht direkt richtig los. Oh, fuck. Das wollte ich eigentlich nicht. Oh, nein! Scheiße, Leute, es eskaliert vollkommen gerade. Ich hätte nicht. Oh, scheiße. Einer ist weg. Ey, sie, gehen hier weg. Einfach weg. Okay, kommt rein. Wer lebt noch? Okay, wer lebt noch? Wer lebt noch von euch? Ja, hier. Hier, okay. Was ist? Scheiße. Dieser eine Typ da hat unseren Kollegen mitgenommen, den René. Ey. Nein. Was ist? Nimm, legt. Ey. Ja, komm, fahr mit dem einfach ins Krankenhaus. Los, mach. So. Okay, danke schön. So, was für Dankeschön. Ey, okay, kommt rein. Sind hier noch welche? Ich gucke. Alter, wie das aussieht. Komm, wir müssen in den Zelttrakt. Ey, nimm die Hände hoch. Hände hoch! Es macht keinen Sinn, Waffe was weg. Wir machen! Waffe weg! Es macht keinen Sinn, Waffe weg. Beide die Waffe weg! Waffe weg. Nimm die Hände hoch! Okay, jetzt kommt nach unten! Wo ist Herr Muskatnuss? Wo ist Mustafa? Kommt er ist unten! Ja, kommt nach unten! Geht nach unten! Habt ihr Schlüssel? Für die Zellen? Ja, habt ihr! Okay. Alles gut, wir kommen runter! So, ey, nicht funken! Ja, alles gut! Wenn ihr funkt, seid ihr tot! So. Ihr macht große Dummheit, ja, das wisst ihr! Ich hoffe, die haben nicht SEK oder so angefordert! Okay, einfach mal. Macht große Dummheiten. Ja, komm, ihr habt. Ja, ey! Hey, gerade auf! Ja, sorry. Ihr habt damit angefangen. Alles gut. Und kein Griff zur Waffe oder sowas. Ja. Keine Faxen. Wo ist er? Wo ist er? So, ey! Durch diese. So, ja, ich. Da seid ihr endlich. Richtig. So, wir hätten dich doch niemals im Stich gelassen. Ich hab doch gesagt, okay, ihr werdet das so rein. Hat noch jemand eine Pistole, die ihr anreichen kann? Dann kann ich euch helfen. Ich geb dir eine. Ja, einfach nur anreichen, ich hab schon. Danke. Okay. Hier. Delta an der Wand. So, alles klar. Gut, dann die Beamten an die Wand gehen. So. War ein großer Fehler, ja. Also, ich nehme hier mal die Waffe weg. Und bei Ihnen mache ich das auch. So. An der Wand. Und jetzt. Oh, da ist ja noch einer. So, wer hat dich denn am meisten aufgeregt von denen? Ja. Eins, zwei. Aufgeregt? So, weg mit dem. So. Gut. Was machen Sie denn da? Also. Ich mach das was nötig war. Okay, ich würde sagen, so. Ihr bleibt jetzt hier. Wenn keiner von euch sterben will, dann bleibt ihr jetzt hier. So, wir rücken jetzt ab. Und ja, ihr werdet nie wieder einen von uns mitnehmen. Habt ihr das verstanden? Ja. Ich würde in Frührente gehen an ihrer Stelle, ja. So, komm. Wir hauen ab.
So, schnell weg jetzt, schnell weg. Okay, los. Oh, fuck, da ist noch eine. Oh nein. Oh, ich wurde, glaube ich. Habt ihr dich? Okay, komm, ja, schnell weg. Oh, Mist. Ich glaube, ich wurde getroffen. Oh, komm, shit. Mit. Soll ich dich schützen? Oh, alles gut. Oh, ich habe, glaube ich, einen leichten Streifschuss oder sowas abbekommen. Scheiße. Alles gut, komm mit. So. Okay. Raus, schnell. Raus. So, warte. Hey. So, kommt, schnell, einsteigen, ich höre sie reden. Komm mit. So. Okay, komm mit. So. Ah, sollen wir das Fahrzeug hier lassen? Ich weiß nicht, da sind vielleicht noch Beweismittel drin. Egal. Hast du eine Granate oder sowas? Ach, scheiße, ich kann das jetzt nicht. Warte, Wir haben keine Wahl eigentlich. Ja, okay, wir müssen weg. Beeil dich, da komm schon. Steig ein. Die sind da. Weg. Scheiße. Oh nein, sie verfolgen uns. Mist. Die haben Verstärkung angefordert. Okay, wir fahren einfach zurück zu... Kann jemand auf dem Navi mal kurz eingeben, wo wir hin müssen? Ich finde, glaube ich, den Weg nicht. Wo müssen wir denn? Wir müssen zurück. Einfach zurück. Warte. Google Maps. Mist. Warte. So, kann jemand anderes fahren? Sicher hinfahren. So. Okay. Fuck. Noch mehr. Ein... Okay, wir müssen weg. Komm. Steig ein! Das sind zu viele, das schaffen wir nicht. Okay, fuck. Oh Mist. Scheiße. Okay, ich glaube, die haben uns verloren, die verfolgen uns nicht mehr. Wir können jetzt hier perfekt erstmal die Reifen ein bisschen wieder flicken, weil ich glaube, der ist kaputt gegangen, damit können wir nicht so weit. Okay, Schusslöcher haben wir noch. Alles gut bei dir? Hast du irgendwie, haben die dich geschlagen oder was? Oder hast du einen Schuss abbekommen? Ja, okay, bei mir geht's auch. Machst du das mit dem Reifen? Ja. Ich würde sagen, okay, ich höre jetzt auch keine Sirenen, das heißt, keine Ahnung, die sind wahrscheinlich noch weit weg. Ich zieh mal meine Maske auf. Felina, zieh auch mal deine Maske auf. Wir müssen uns ein bisschen irgendwie... Okay, warte, meine Kleidung ist auch sehr auffällig. Ich weiß nicht. Hast du deinen Weihnachtshut abgemacht? Ja, hast du. Ja, hab ich, aber kannst du mal helfen, mein Oberteil hier, oder? Ja, warte, zieh das doch, Felina, zieh du mir das sonst mal ab. Ja, warte, ich helfe dir kurz. So, es muss also stabil sein, so. Ja. Ja, perfekt. So, muss nicht stabil sein. Okay, hast du abbekommen? Ja. Okay, dann schnell weiter. Komm, wir fahren weiter. Ich höre aber auch keine Sirenen. Also ich glaube, wir haben die gut abgeschüttelt. Ja, ich sehe auch keinen Hubschrauber oder so. Aber. Nee, alles gut. Ich glaube, die suchen uns ganz woanders. Das ist echt okay. Oder wir haben die tatsächlich verletzt, als sie da... Oh, was ist denn hier los? Ja, gut geparkt, ne? Nee, ich glaube, wir haben auch einige Polizisten vorhin, als sie uns verfolgt haben, getroffen. Von daher denke ich mal, ja, die sind schwer beschädigt. Wie immer eigentlich, so. Ja, die kriegen sowieso nichts hin. Oh, was ist das? Oh. Ja, warte. Ich duck mich. Vielleicht ist das eine normale Kontrolle, vielleicht ist das ganz normal. Ja. Hallo. Schönen guten Tag, Polizei Krefeld, eine allgemeine Verkehrskontrolle. Ja, hey, das sind die. Was? Nein. Fahr weg. Scheiße. Oh nein, als ob die direkt auf uns schießen, was sind? Alter. Fahrt weg. Schieß zurück. Ich hab einen okay. Erwischt. Hast du? Okay, nein, unser Auto. Wir müssen schnell machen. Warte, ist das hier? Einen Moment, komm. Ich hoffe, das ist offen. Komm schnell. Ja! Alter. Oh, steck ein. Wir haben es nicht gesehen, doch. So. Okay, einfach weg. Schnell weg. Oh, scheiße. Scheiße, die ballern so heftig auf uns. Oh nein. Fuck. Okay, wie viele Streifenwagen sind da hinter uns? Ich sehe gar keinen mehr. Ich sehe keine mehr. Okay. Ja, man sieht nicht so gut durch den Schnee. Mist. Schnell weg. So. Okay. Vielleicht sehen die uns nicht. Ich glaube. Oh, doch, da unten. Ich hoffe, die kommen nicht. Komm, warte, vielleicht haben die uns wirklich nicht gesehen. Helfe mal. Oh, doch. Doch. Scheiße. Fahr weiter. Fuck. Scheiße. Alter, wir hatten so Glück, dass da ein Fahrzeug stand. Oh mein Gott. Alter. Nein! Es tut mir so leid. Alter. Aber wenigstens verfolgen die uns nicht mehr. Alter, wie geht's mit deinen Verletzungen? Ich hab eine gute Qualität. Oh mein Gott. Scheiße. Ich sehe keinen, okay. Ich höre sie wieder. Ich glaube. Da kommen die von der anderen Seite jetzt. Nein. Ich glaube, die kommen von hinten, oder? Wir müssen hinten. Okay, lass uns schnell. Oh, fuck. Nein! Wir müssen irgendwie abhängen. Okay, warte. Pass auf, nein! Es ist zu rutschig. Nein, ich fahr nicht rechts ran. Ich fahr. Zwei Streifenwagen. Rechts ranfahren könnte ich selber. Oh nein. Okay, die sind auch hinter uns, ne? Sollen wir ins Haus? Ja, lass einfach mal rein. Oh fuck, das ist das falsche Haus. Die falsche Markierung. Nein, wir haben uns verirrt.
Oh, nein. Okay. Nein, nein, alles gut. Oh, ja, wir schubsen die runter. Ja, ja, nein. Oh, Mist. Okay, schnell weg, schnell weg, schnell weg. Ich glaube, das hat die auch nochmal verwirrt. Oh nein, geht's euch da hinten gut? Wurdet ihr getroffen oder so? Oh fuck, wie viele? Alter, Scheiße. Einfach rein. Uns nicht. Okay, Leute, wir müssen jetzt irgendwie uns im Haus verschanzen. Rein. Nein, Tür. Okay, kommt. Einfach alle rein, wir verschanzen uns. Kommt alle rein. Oh fuck. Nach oben. Oh nein. Leute, okay. Nein. Da sind sie. Alter, ich kenn mich, ich muss sagen, Leute, ich bin noch nicht so lange in der Gang. Ich kenn mich hier mit dem. Nein! Oh, wir wurden so heftig getroffen. Alter, ich kenne mich hier mit meinem eigenen Gebäude oder mit unserem Ganggebäude noch nicht so gut aus. Oh nein, wir verstecken uns einfach hier irgendwo im Haus. Wenigstens haben wir Mustafa befreit. Oh, alles gut. Ey, komm mit. Du darfst. Nein! Feline, komm! Bevor die dich abknallen. Oh nein, ich hör's. Alter. Komm, wir verschanzen uns. So ein Schuss sicher die Fenster rein. Wo bist du, Mustafa? Nicht an die Tür, nicht zu nah an die Tür. Okay. Mustafa, wo bist du? Wo bist du? Ich bin hier im Flur. Okay. Wo bist du? Ah, fuck. Ah, da bist du. Okay. Ey, passt auf, ne? Ich glaube, die kommen gleich rein. Lass nach oben. Ja, komm nach oben. Was ist mit Dadan? Geht's ihm gut? Ich weiß es nicht. Ist rausgegangen. Nein, der ist. Oh, fuck. Nein, der ist nicht draußen, oder? Ich die Polizei, kommen Sie raus. Oh nein. Alter. Scheiße. Einfach. Ey, Leute, ich muss euch echt sagen, ich bin noch nicht so lange in der Gänge. Ich kenne mich mit dem Gebäude hier nicht so gut aus. Alter. Gibt's da irgendwie nicht. Ein Schutzkeller oder ein Schutzraum oder so? Wir können über die Terrasse vielleicht weg. Okay, komm. Warte. Nein. Aber die stürmen. Was ist mit Dadan? Wo ist Dadan? Vielleicht können wir uns hier rausschleichen. Okay. Leise. Oh nein. Hörst du das? Psst. Scheiße. Oh fuck! Da ist einer! Scheiße. Okay. Komm, ich hol den jetzt einfach von hinten. Ich hol den hier. So, Leute. Okay. Nein! Oh nein. Hab ich den durch die Tür getroffen? Fuck. Die kommen. Oh, nein. Ich bin. Oh, Leute. Oh, ich wurde hart getroffen. Oh, fuck. Fuck, ich muss weg. Oh, nein. Ich schnell hier rein. Oh, Leute. Oh, nein. Ja, der wird's bestellt. Oh fuck, Leute, wir wurden so hart durchlöchert einfach. Ich hoffe einfach mal, dass Mustafa und Feline überlebt haben, dass die es irgendwie geschafft haben, rauszukommen oder so. Ihr habt's auch gerade gehört, die Polizei hat einen RTW angefordert. Oh nein. Das gibt einen langen Krankenhausaufenthalt. Oh, der Rettungssanitäter hat uns hier jetzt mal aufgekratzt und bringt uns jetzt dann noch erstmal ins Krankenhaus. Also ich denke mal, uns steht hier eine Notoperation bevor. Aber auf jeden Fall, Leute, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wir fahren jetzt hier anscheinend noch gemütlich erstmal ins Krankenhaus. Und ja, was weiß ich, was da dann mit mir passiert. Aber auf jeden Fall, Leute, an der Stelle war es das dann mit dem Video. Wenn ihr öfter mal Crime RP sehen wollt, keine Ahnung, dass wir mal den Polizeipräsidenten entführen oder sonst was. Schreibt gerne mal Ideen dazu in die Kommentare. Und ansonsten, ja, würde ich sagen, sehen wir uns dann im nächsten Video oder Livestream. Lasst gerne ein Like da und keine Sorge, ich spiele demnächst natürlich auch weiterhin als Polizist oder SEK-Beamter oder auch mal beim Zoll. Also Leute, haut rein, bis zum nächsten Video und ciao!